kommen Jimmy Blue Ochsenknecht 30 und Jelis KOC 28 vielleicht doch wieder zusammen? Diese Frage haben sich zuletzt bestimmt viele Fans gestellt. Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist schon nach wenigen Monaten Beziehung mit dem Schauspieler schwanger geworden. Doch ihre Liebe sollte nicht halten. Die Eltern trennten sich noch vor der Geburt der kleinen Snow Elani KOC. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Trotzdem haben Jimmy und seine Familie den Gedanken an ein Liebescomeback noch nicht ganz aufgegeben. Zumindest zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ihrer Reality-Show Diese Ochsenknechts vergangenes Jahr. In Folge 4 beantwortete Mama Natascha Ochsenknecht, 57, die Frage, ob ihr Sohn wohl wieder mit Jelis zusammenkommt. Ich wünsche es mir für beide. Dass sie entweder wieder zusammenfinden, das ist aber auch viel Arbeit von der anderen Seite, oder sie werden gute Eltern und kümmern sich so gut. Sie hoffe aber, dass Social Media hier auch von Seiten der Influencerin zukünftig rausgehalten wird. Jimmys Bruder Wilson Gonzales Ochsenknecht, 31, ist sich nicht sicher, ob es ein Comeback geben wird. Wer weiß, vielleicht kommen sie ja wieder zusammen, überlegte der Schauspieler. Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie noch Gefühle füreinander haben oder ob das komplett gegessen ist. Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht, 21, hingegen scheint gegen eine Wiedervereinigung zu sein. Wenn's nach mir ginge, würde ich sie nie wiedersehen wollen und nie wieder mit der Kontakt haben wollen, das mache ich nur für Snow und für Jimmy. Für mich ist es durch ehrlich gesagt. Und was sagt Jimmy? Kommen er und Jelis vielleicht eines Tages wieder zusammen? Der wilde Kerlestar zeigt sich nicht abgeneigt. Ich möchte die Tür nicht komplett zumachen. Ich möchte, dass das mit Jelis und mir funktioniert, ist ja klar, betonte er. Und deswegen gibt es da wirklich noch einen Funken Hoffnung immer noch. Was sagt euer Gefühl zu dem Thema? Stimmt ab.